Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Command & Conquer Generals. Heute mit Leipzig Lowlands. Schöne Alliteration. Ich packe mich mal nach oben rechts hier hin. Und das sind übrigens alles Maps, die sehr, sehr frisch für mich sind. Ich habe früher fast nur Tournament Island und Twilight Flame gespielt, weil es für mich die zwei geilsten Maps waren. Und wir spielen heute mit China Panzergeneral. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich gucke, dass ich da mal den Schwierigkeitsgrad jetzt erstmal nicht weiter erhöhe, sondern erstmal gucke, dass ich andere Sachen hier anvisiere. Okay, da sind so Waffen, mit denen man... Okay. Oha, drei Ölraffinerien. Okay, das ist sehr wichtig. Was machen wir? Ölraffinerien super wichtig und da bauen wir auch mal gerne zwei Kasernen. Ungewohnte Build Order, aber bei so vielen Objectives denke ich mal wichtig. Und genau, dann packen wir auch einfach zwei Infanterie Units da rein und hier packen wir auch noch einen rein. Wait, ich habe eine Idee. Macht hier das Spiel währenddessen die Upgrades fertig. Nicht gut. Ich habe noch eine Idee. Warum nicht einfach da schon die Verteidigung hinbauen, ne? Auch eine Idee. So, dann hier hin, dann einmal vielleicht noch oben hin. Da kann man das Upgrade ja schon mal hin platzieren und währenddessen Dudes schon bauen. Gatling Gun hier, Gatling Gun auf der anderen Seite. Das Ding ist, die Dinger bringen uns jetzt halt 3000. 3000 Moneten, das ist halt enorm. Oder wie Donald Trump sagen würde, huge. So. Ja, und die packe ich da hin. Eigentlich kann ich den Dude mitschicken gleich. Damit wir da schön auch nochmal uns gleich die Moneten da abgreifen können, weil die Dinger werden ganz gut verteidigen, werden mindestens ja schon mal ein bisschen Damage machen, wenn er mit so ein paar Menschen dahin geht oder mit ein paar Panzern. Also wir werden auf jeden Fall ein bisschen was an Units von ihm kaputt machen dort. So, aber der Plan ist natürlich auch noch deutlich mehr zu machen. Oh, oh, oh Gott, natürlich, ja, most unlucky Situation, die es gibt. Okay. Ey, er geht halt nur für meine Eco-Line. Also er geht straight hier durch. Oh, im letzten Moment noch ready gemacht. Ja, mal gucken, wie der Battlemaster jetzt gegen die besteht. Ja, aber das Ding ist, während er das eine fokust, reiten wir halt schon noch eine zweite und eine dritte Einkommensquelle hier vor. Okay, das war schon mal ganz gutes Micron. Battlemaster auf B. So, und... Oh, oh. Egal, Bunker hier hinbauen. Kann man auf jeden Fall machen, um hier schöne Defense zu haben. Oh oh. Nein! Er greift mich nicht mal an. Okay. Tschüss! Ah, er hat hier den Sprenggeneral oder was? Ich weiß nicht, wie er heißt. Warte mal. Kann ich hier... Ich baue da keine Kaserne, das ist mir zu doof. So, let's go. Dann haben wir das hier auch noch. Oh, wir können Imperor-Panzer bauen. Imperor-Panzer sind cool, das sind Overlords. Nur halt
noch krasser, weil sie haben zwei verschiedene Upgrade-Möglichkeiten. Gatling und hier der Lautsprecherturm. Oh. Warte mal, ihr seid eins. Ihr alle geht da mal rein. Und du gehst raus. Kann er hin? Du hältst die Stellung hier. Oh. Das ist eh schon ein Ziel für so Superwaffengeschichten und so. Also Superwaffen jetzt nicht. Die kann er jetzt nicht machen. Aber, ja, für so Generalfähigkeiten halt einfach. Da will ich jetzt nicht noch ein, andere Sachen hinbauen. Die dann da ebenfalls ins Visier genommen werden würden. Hä? Warum geht er zurück? Weil wenn er die Sachen fokusst, dann würde er auch automatisch meinen, Stromzufuhr direkt kappen können. Das ist halt nicht gut. So. Unterbewusste Beeinflussung ist auf jeden Fall drin. Sehr gut. Als nächstes Hackergebäude vielleicht bauen. Ey, bis jetzt haben wir gute Schritte gemacht. Also es sollte relativ easy funktionieren. Ich glaube, man merkt es auch einfach, dass ich grundsätzlich mit China und mit USA ein bisschen besser klarkomme als mit GLA. Das GLA-Match war jetzt, glaube ich, nicht das Beste, was ich je hatte. Oh, ich habe gar keinen Bulldozer in der Hauptbase. Bauen wir nochmal. Lasst uns bauen. Sagen sie in der deutschen Version immer ganz gerne. So. Ja, let's go. Komm. Panzer, fahrt mal rüber. Warum sind die Battlemaster so langsam? Ich verstehe es nicht. Es sind noch Battlemaster hier. Oh oh. Ja, das Problem ist, warum auch immer schießt der Bunker da nicht. Wahrscheinlich ist der Winkel einfach nicht passend. Nice. Ach, bringt noch nicht so viel. Ja, wir haben halt die maximalste Map Control, die man sich so vorstellen kann aktuell. Das Hackergebäude habe ich noch nicht gebaut. Ja, aber mit den Units kommen wir jetzt auch hier rüber. Das sollte richtig lustig werden gleich. So, aber ich mache mal kurz Pause, sofort wieder da. So, ihr Lieben, weiter geht's. Oh. Da ist ein German Kell. Jawohl, weg ist er. Oh. Da kommt ein bisschen was rein. Weg mit dem Bulldozer. Ja, wir haben eh so viele Einkommensquellen, dass es eigentlich gar nicht mal so schlimm ist. Natürlich will man trotzdem alle Units saven, die man saven kann. Habe ich eigentlich eine... Also ich habe nicht genug Geld. Aber hier, den Autoloader können wir mal machen. Oh, oh. Wir müssen hoch. Wir müssen einen Raketenbuggy holen. You have been promoted. Ist sehr schön. Oh. Na, wir konnten ihn zurückschlagen. Sehr schön. Ja, den Rest machen die Overlords. Imperor-Panzer. Es geht halt so hart ab, ne? Ah, warum fokust der ihn hier die ganze Zeit? Das ist gemein. Machen wir nicht, Brudi. Eigentlich könnte man auch, man macht es normalerweise mit GLA, glaube ich, überall Tunnelsysteme bauen. Ich
glaube, es wäre doch eigentlich auch ganz cool, überall mal so Gatling-Panzer zu, Gatling-Geschütze zu bauen, oder? Einfach nur, damit man, so ein bisschen... Ja. Den Gegner nervt. Und ein bisschen Map-Control holt. Wie spät der Tunnel einfach reagiert. Erstmal Moneten hier abreißen lassen. Aber Map Control ist uns gerade recht sicher, tatsächlich. Das ist gut. Da vielleicht nochmal ein Gatling-Geschütz hinbauen. Ihr Map-Aufdecken-Tool machen. Oh, das können wir tatsächlich machen. Plus 25 Shot Damage on Battlemaster and Emperor und improves Emperor and Battlemaster Speed. Auch wichtig und richtig, das zu machen. Oh, 5000 Moneten kosten for free. Also den Gegner 5000 kosten. Nur einem Schuss. Man merkt aber auch, dass der Gegner oft einfach so Probleme hat, sich vernünftig dann ja, mit all seinen Units zu koordinieren. Das ist nicht nur ein Ding, was die eigenen Truppen oft haben. So, ein Battlemaster hier rüber. Er versucht schon wieder ein... Dings zu bauen. Ja, die Overlords sind halt einfach big off, ne? Also gegen die machst du im Prinzip nichts mehr. Ah, er kann hier sogar unten noch durch, ne? Der könnte meinen Strom hier holen, aber sonst nichts. Er hat einen German Kerl. Wo ist denn der German Kerl? Ah, er setzt sogar Menschen in den Dings ein. Nicht gut. Das habe ich nie verstanden, warum das doch ausgegraut ist, weil die Dinger haben noch standardmäßig schon das Upgrade. Oh oh. Mal das Hauptgebäude zerstören. Let's go. Bombenabwurf. Bombenabwurf. Bombenangriff. Bombenangriff. Let's go. Alter. Ich glaube, das einzige Problem bei Panzergeneral ist, ja, man sieht es hier gerade, wir haben keine Fernkampf-Units, so. Ah, mehr Movement Speed macht sich, finde ich, bemerkbar gerade. Zwei dreifach beförderte ist aber auch einfach cool. Dreifach beförderte Units fand ich als Kind schon immer so übelst cool. Es sind halt einfach nur dieselben Units. Klar, sie sind dreifach befördert, deswegen stärker und, aber es hat halt, finde ich, nochmal so eine Wirkung auf mich gehabt dann immer. Ich mir dachte so, boah, der ist halt einfach richtig krass, weißt du, der ist einfach dreifach befördert. Was der für Geschichten erzählen kann, wenn er mal heimkommt. Und der ist jetzt schon komplett fertig repariert. Kann übrigens das ja auch mal einklappen hier. Seht ihr mehr. Aber wir sehen ohnehin schon viel, viel mehr. Vielen Dank nochmal Flocke an der Stelle. Einfach eine coole Sache. Oh, der Battlemaster ist ja hier gelandet und wahrscheinlich relativ schnell auch draufgegangen, ne? Boah. Einfach random über die Map verteilt nochmal ein paar Gatling-Geschütze bauen. So, den Palast können wir auf jeden Fall mit so einem Artilleriegeschütz auch nochmal ins Kreuzfeuer nehmen. Ah, fahrt doch einfach mal alle rüber, ist doch gut. Oh. Ready.
Was mich bei GLA stört, deswegen mache ich keine 1 gegen so und so viele harte KI-Challenge mit GLA. Die Verteidigungsgebäude sind halt oft einfach viel zu schwach. Also bis auf den Palast hast du eigentlich nichts, was da wirklich was groß irgendwas was gegensetzen kann. Also die sind wirklich, wirklich einfach nur super, super weak. Da packen wir mal einen Battlemaster hin, vielleicht ist da irgendwas. Da war noch die Battlemaster. Das ging sehr, sehr kurz, glaube ich, oder? Alles. That's what she said, ich weiß. Ja, aber das ging noch relativ flott. Boah, ich habe 4-mal so viel Kohle eingenommen. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich absolut jedes Video hier hochlade, aber ich denke mal schon. Ich speichere mir auf jeden Fall mal die Replays, um im Zweifel einfach coole Thumbnails aufnehmen zu können. So, die Frage ist, was wäre als nächstes noch am Start? Also wir haben ja relativ viel jetzt schon China dann gesehen. Infanteriegeneral ist, glaube ich, ganz cool, auch mal den zu sehen. Haben wir den schon gehabt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich habe den einmal gespielt. Der ist allgemein nicht so stark. Stealth General ist eigentlich auch mal ganz cool. Demolition General könnte man auch mal machen. Wir gucken einfach mal beim nächsten Mal und dann gucken wir mal, wo wir sind. Dann nicht mehr in Leipzig, sondern... Flash Fire vielleicht oder Dust Devil. Dust Devil klingt doch gut. Werte Damen und Herren, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn du so ist, das gerne auch noch oben ein Abo raus. Aber nächstes Mal dabei. Bis zum nächsten. Tschüss.